bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems. Hallo, hier ist Jutta Arns. Es geht in der Schritt-für-Schritt-Anleitung im ersten Step jetzt erstmal darum, dass Sie sich eine Domain zulegen, falls Sie nicht schon eine haben und die vielleicht noch nicht in Gebrauch ist. Ich würde Ihnen aber auch empfehlen, gleich zwei Domains anzulegen, weil eine Domain würde ich für das Affiliate-System hernehmen und die andere Domain, die würde ich für die Webseiten hernehmen. Da können Sie dann beliebig viele Subdomains erstellen. Also, Sie haben Ihre... Ja, wir können ja hier bei GoDaddy Startseite, gehen wir mal zur Startseite. Das ist einfach der, Sie können auch jeden anderen Anbieter nehmen, aber ich empfehle einfach GoDaddy. Ja, okay, das geht jetzt nicht mehr, weil ich schon eingeloggt bin. Dann können Sie hier Domain hinzufügen. Einfach eine Domain eintippen, suchen und dann fügen Sie sich dazu. Zu dem Domainnamen möchte ich Ihnen noch kurz etwas sagen, weil der hat auch suchmaschinenmäßig eine Bedeutung. Sie können sich speziell für die von Ihnen gewünschten Nischen eine Domain anlegen. Zum Beispiel, wenn Sie was mit Hunden machen, dann wählen Sie einen Domainnamen, der irgendwas mit Hunden zu tun hat. Sie können aber, so wie ich das hier mache, einen Fantasienamen nehmen und dann versuchen Sie oder bauen Sie sich Ihre Marke auf, Ihre eigene. Das geht auch ganz gut. Also das müssen Sie sich überlegen, wie Sie das gerne hätten. Also suchmaschinenmäßig ist es besser, wenn Sie einen Domainnamen passend zu Ihrer Nische wählen. Also für jede Nische einen extra Domainnamen. Ich mache das so, dass ich hier meine Hauptdomains habe und dann eben dementsprechend Subdomains für die Nischen nehme. Aber das muss jeder selber wissen. Also ich habe da bei der Suchmaschinenoptimierung, ja, vielleicht gibt es da für einen Experten Unterschiede, aber ich habe bis jetzt noch keine festgestellt. So, dann haben Sie Ihre Domain, dann müssen Sie den Nameserver ändern, weil im Moment sehen Sie ja hier DNS, gehen Sie drauf, klicken Sie drauf. Ja, es dauert immer einen Moment. Ist alles nicht so schnell. So, dann gehen Sie hier auf Benutzer. Jetzt im Moment sehen Sie NS3. Das ist jetzt der Domain-Server von Bilderall. Ich habe das schon umgestellt. Hier gehen Sie dann auf Ändern. Das mache ich jetzt nicht, weil die sind ja hier schon richtig eingestellt. Aber ich zeige Ihnen nur den Weg, wie Sie da hinkommen. Also einfach DNS, Name-Server. Und dann gehen Sie hier auf Ändern. So, damit Sie auch den richtigen Name-Server finden, gehen Sie wieder in Ihr Bilderall auf die Startseite. Da sind wir jetzt. Dann gehen Sie hier auf Bilderall Business. Dann auf, wenn Sie es auf Deutsch eingestellt haben, sonst heißen die Begriffe natürlich anders. Ich empfehle Ihnen, das wirklich auf Deutsch einzustellen. Dann gehen Sie hier auf Werbefunnels. Das dauert auch wieder. So, dann sehen Sie hier in den Werbefunnels haben Sie viele Möglichkeiten. Da sind die ganzen Webseiten von Bilderall angelegt. Hier oben ist dann Domainverbindung unterbrechen. Das mache ich jetzt nicht. Bei Ihnen steht Domainverbindung aufschalten. Da klicken Sie drauf, oder heißt vielleicht auch anders, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Da klicken Sie drauf und dann wird Ihnen... Dann suchen Sie oder tippen Sie Ihre Domain ein, die Sie... Nee, stimmt nicht. Dann wird Ihnen angezeigt der Nameserver, den Sie dann hier bei GoDaddy unter den Nameservern anstelle von dem
ja, der von dem Nameserver von GoDaddy eintragen. Wahrscheinlich sind es die gleichen Nameserver, wie ich sie ja auch habe. NS3L4DNS.com. Aber das sehen Sie dann, wenn Sie hier drauf geklickt haben. Ja, das machen Sie dann. Dann richten Sie Ihre Domain ein. Das dauert 1 bis 2 Tage, bis die Verbindung da ist. Wenn die Verbindung da ist, sehen Sie das hier dran, dass Ihre Domain hier steht. Und dann müssen Sie noch SSL aktiv schalten. Das müssen Sie für jeden Affiliate-Funnel, der hier kommt, SSL aktiv schalten, weil sonst werden die Webseiten als nicht sicher im Internet angezeigt. Und das will ja keiner, weil dann besucht die Webseite niemand. Wo wir jetzt schon gerade hier bei den Werbefunnels sind, bei den Affiliate-Seiten von Builderall, mit diesen Seiten können Sie dann eben auch Werbung machen und Geld verdienen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf www.homosapi, ich habe die jetzt eingeschaltet, dann ja, kopieren. Das führt dann direkt zur Hauptseite. Das ist dann Ihr Affiliate-Link, wenn die Domain-Verbindung ja, fertig geschaltet ist. Solange steht hier noch eine Builderall-Adresse. Das sieht aber immer nicht so schön aus. Ist auch nicht so einfach an Interessenten weiterzugeben. Deswegen empfehle ich Ihnen, wirklich eine Domain wirklich nur für das Affiliate-System zu nehmen. Die können Sie auch für nichts anderes gebrauchen. Dann empfehle ich Ihnen hier diese 7-Tage-Demo. Der Link ist ganz wichtig. Also ich benutze eigentlich nur den Link, weil ich das toll finde, dass das System anbietet, dass wir alles für 7 Tage kostenlos ausprobieren können. Das ist einfach risikolos. Deswegen, also ich benutze fast nur den Link. Dann gibt es noch den, der direkt zum Checkout führt. Weiß ich nicht, gefällt mir persönlich nicht so gut, weil ich möchte schon, dass die Leute, die Interessenten hier ein bisschen Informationen noch dazu bekommen, was für was sie sich da registrieren. Und das sind auch die Checkout-Links, also die benutze ich jetzt selber auch nicht. Wenn Sie das auf Englisch umgestellt haben, ist das ein großer Unterschied. Sie können zum Beispiel auch im englischsprachigen Raum Werbung machen. Dann stellen Sie einfach Ihre Webseite auf Englisch um. Dann haben Sie hier Ihre englischen Affiliate-Links und also die Webseite ist dann eben in Englisch. Da können Sie auch den englischsprachigen Raum bewerben. Oder wenn Sie in Russland sind und möchten eine russische Seite bewerben, dann stellen Sie hier vorher im Account, das hatten wir ja gestern gemacht, hier die Sprache einfach auf Russisch oder auf die Sprache, die Sie wollen. Und dann kriegen Sie hier den Link für die Startseite für die russische Webseite angezeigt. Das ist also auch eine ganz tolle Möglichkeit, um Werbung zu machen, um internationale Kunden auch zu bekommen. Was ich auch noch sehr gut finde, hier oben haben wir einen Kurz-URL-Nutzer, also diesen URL-Shortener. Da können Sie draufklicken, dann können Sie jede URL, die Sie nutzen, auch noch shorten. Das ist ganz toll. Und es wird auch getrackt. Also das, wenn Sie hier weitergehen auf so URL-Dashboard, dann haben Sie auch eine Tracking-Statistik. Also das ist auch noch ein Zusatzfeature, was ich finde, was sehr gut ist. E-Mails können wir auch mal eben durchgehen. Da habe ich jetzt eine E-Mail für die Webseite. Die benutze ich allerdings eigentlich, ja, nein, die lasse ich einfach für das Affiliate-System. Aber das können Sie machen, wie Sie wollen. Info, ich habe meine, hier können Sie E-Mails passend zu Ihrer Domain, die Sie haben, anlegen. Also ich könnte jetzt hier noch, weiß wie viele Domains anlegen. Hier kommt man auf die Webmail. Ich habe es aber so gemacht, dass ich die E-Mail-Adresse über, ich habe Outlook, Microsoft Outlook, und mit Outlook klappt die Einbindung sehr gut. Also Sie können Ihre E-Mail-Adressen dann auch einfach über Outlook abrufen. Das funktioniert ganz automatisch. Einfach nur die E-Mail und Ihr Passwort eingeben und den Rest sucht sich Outlook selber. Also das habe ich ausprobiert. Meine Seite bewerben, das ist wieder, da können Sie, da kriegen Sie dann ein URL, also einen shorten, gekürzten Link. Das ist praktisch wie hier kurz URL nutzen. Kategorie, ja, Checkout-Seiten, ja, das, ja, brauchen wir jetzt nicht. Sprache. Ja, okay, hier kann man, weiß, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das ist das gleiche wie im System wahrscheinlich.
Sieht so aus, ja. Da können Sie die Sprache auch einfach, dann brauchen Sie nicht oben in den Account gehen, gehen Sie einfach hier auf Sprache. Und wenn die Domain dann aufgeschalten ist, dann sehen Sie das hier, dann steht hier Domainverbindung unterbrechen. Das, wie gesagt, das dauert wirklich 1 bis 2 Tage. Okay, das können Sie dann erstmal machen. Machen Sie sich Gedanken, was für Nischen Sie wählen wollen. Dementsprechend suchen Sie sich Ihre Domain raus, ob die zur Verfügung steht. Domainverwaltung, ja, gehe ich noch mal hin. Startseite. Wie gesagt, das Hosting von 15 Domains ist im Preis inklusive. Und natürlich unbeschränkte, unlimitierte Subdomains. Deswegen, also ich habe Fantasienamen genommen und mache da immer Subdomains dazu. Aber das muss jeder selber wissen, wie er das macht. Okay, dann bedanke ich mich und dann bis, wahrscheinlich morgen zum nächsten Video. Alles Gute bis dahin, Ihre Jutta Arns. Tschüss.